Ja, herzlich willkommen beim Hypnosalon. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mit dabei ist wie immer in Gießen Frauke Niehus. Hallo Frauke. Hallo. Und nördlich von Hamburg in Neumünster ist Rit Wilczek, die heute unsere Referentin sein wird zum Thema Beratung und Therapie bei Autismus und Neurodiversität. Und wie immer, wie immer finden Sie das Handout zum Vortrag im Methodenschatz unter dem Reiter Autismus-Spektrum in diesem Mal. Und wie immer hören Sie zunächst den Vortrag und im Anschluss können Sie dann Fragen in den Chat bei YouTube stellen. Ab 20 Uhr sind Sie herzlich zum persönlichen Austausch eingeladen. Dazu stellen wir den Zoom-Link von unserem Meeting, von dem aus wir zu YouTube senden, stellen wir diesen Zoom-Link ab 20 Uhr ungefähr in den Link, in den Chat. Und da klicken Sie drauf und dann freuen wir uns, wenn Sie noch mit dabei sind, für den persönlichen Austausch mit Britt, Auke und mir. Ja, dann übergebe ich jetzt an Frauke, die Britt kurz vorstellen wird, und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hypnosalon. Ja, liebe Britt, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir haben schon oft und viel zusammen gearbeitet und es war immer eine Freude und ich habe schon unheimlich viel von dir gelernt. Und ich stelle dich einmal vor, du bist Diplom-Tanztherapeutin, ganz spannend, und psychologische Psychotherapeutin. Seit 1989, also gefühlt schon ewig, arbeitest du mit Menschen auf dem Autismus-Spektrum und seit 2009 in eigener Praxis. Also wir haben einen unglaublich reichen Erfahrungsschatz. Du bietest Diagnostik und Psychotherapie für Erwachsene mit Autismus an und Beratung für Angehörige und Bezugspersonen und Supervision für Fachkräfte. 2019 ist dein Buch Wer ist hier eigentlich autistisch erschienen, das ich großartig finde und auch schon vielen mitgegeben habe, vielen Betroffenen, die gesagt haben, sie haben sich noch nie so gut verstanden gefühlt. Und mittlerweile ist das Buch auch von großen Verlagen entdeckt worden und erscheint in Kürze nochmal neu im Kohlhammer Verlag. Ja, und du teilst deine Erfahrungen in Fortbildung und Vorträgen bundesweit für alle, die sich fürs Thema Autismus interessieren. Und mehr will ich gar nicht sagen, damit wir möglichst viel Zeit für deine Inhalte haben. Ich freue mich und gebe dir den Raum für deine Inhalte. Ja, vielen Dank und an alle, die jetzt an ihren Bildschirmen sitzen, auch vielen Dank für das Interesse. Das freut mich sehr. Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und gleichzeitig dachte ich so, oh Gott, ich habe nur so wenig Zeit, ich muss ganz viel da irgendwie jetzt reinstopfen. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich fokussiere mich heute auf ein paar wichtige Punkte, also die einfach mir oft auch rückgemeldet worden sind, dass die für Betroffene, aber auch für Angehörige von Betroffenen und auch aber für Fachkräfte wichtige neue Erkenntnisse und Sichtweisen eröffnet haben. Und das mal so einfach als Basis, was ich heute mitgeben kann, so konzentriert, fokussiert, wo man dann einfach gucken kann, ob man noch das vertiefen möchte, erweitern möchte, ne? Aber vielleicht einfach mal erstmal einen neuen Blick bekommt. Ich werde mal eben meine Folien hier aufmachen. Und so. Und mal erstmal einen kurzen Überblick geben, was ich vorhabe. Ich würde gerne, das mache ich immer am Anfang, eine kurze Begriffsklärung machen. Was ist gemeint mit Autismus? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Neurodiversität? Dann werde ich mein neurobiologisches Entwicklungsmodell vorstellen, einfach zum Verständnis, so was ist eigentlich hinter dem, was so an Phänomenen beschrieben und formuliert ist, so und einfach, dass man das besser nachvollziehen kann und dann auch einfach so ein paar Aspekte auch in diesem relativ konzentrierten Kontext versuchen zu vermitteln, welche Auswirkungen der Besonderheiten einfach in der neuronalen Entwicklung auch auf die psychosoziale Entwicklung haben. Ich habe hier
in meinem Überblick noch das Drei-Ebenen-Modell mit drin. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich mit unterkriege, sonst kann ich das auch vielleicht nachher noch mal kurz vorstellen, wenn es notwendig ist bei Fragen. Was ich heute vor allem in den Mittelpunkt stellen möchte, ist das Zwei-Welten-Modell, woran sich noch mal so die besonderen Herausforderungen gerade so im psychosozialen Bereich und sozio-emotionalen Bereich besonders gut veranschaulichen lassen. Und es hat sich herausgestellt, das habe ich also von vielen KollegInnen mittlerweile rückgemeldet bekommen, dass das Zwei-Welten-Modell auch außerhalb von Autismus und Neurodiversität durchaus ganz gut brauchbar ist. So, ne? Deswegen habe ich gedacht, wäre es vielleicht ganz gut in diesem Kontext, sich erstmal darauf zu konzentrieren. Und dann können wir nachher gucken, ob wir im Frageteil noch das eine oder andere vertiefen können. Jetzt erstmal kurz die Begriffsklärung. Autismus ist ja ein Begriff, der eine ziemliche Entwicklung durchgemacht hat, vom ursprünglichen Entstehen und der ursprünglichen Idee bis zur heutigen Art und Weise, wie es auch geradezu inflationär und auch in finde ich, sehr unpassenden Kontexten und Sinnen genutzt wird. Ursprünglich war das ein Begriff, den Eugen Bleuler, Psychiater an der Burghölzlich-Klinik in Zürich, so um die Jahrhundertwende, um 1900 rum, geprägt wurde als Zustandsbeschreibung von außen für bestimmte Menschen, mit denen er gearbeitet hat. Die meisten in seiner Klinik hatten wohl eine schizophrene Erkrankung und im Kontext ihrer Schwierigkeiten hat er eben als ihr Arzt sie als Menschen wahrgenommen und beschrieben in verschiedenen Momenten und Zuständen. Und einer dieser Zustände sozusagen oder ein dieser Modi, die er immer wieder bei verschiedenen Personen beobachtet hat, hat er beschrieben aus seiner Außensicht heraus, dass er gesagt hat, da ist eine Person, die ist ganz bei sich selbst. Man kommt drüber zu, man weiß gar nicht, kriegt die überhaupt mit, dass ich da bin, möchte die überhaupt Kontakt zu mir, weil der Eindruck von außen ist, diese Person ist ganz bei sich selbst und wie unter so einer Glasglocke sozusagen, ne? Ganz versunken in eine Betrachtung oder in eine Aktivität. So. Und dieses ganz bei sich selbst sein hat er versucht zu fassen, dadurch, dass er das Wort Autos, das Selbst aus dem Griechischen genommen hat und daraus den Begriff Autismus geprägt hat, um dieses Phänomen zu beschreiben. Und das scheint bei vielen Kollegen angeklungen zu sein damals, dass sie sagt, na, die Beschreibung, das passt auf was ich auch bei Menschen schon beobachtet habe. Und so ist es in die entsprechende Sprache, ins Sprachspiel übernommen worden, erstmal nur als diese Zustandsbeschreibung. Und erst später, so Ende der 30er, Anfang der 40er, wurde das dann tatsächlich allmählich zu einem diagnostischen Begriff für Kinder, die nach außen von Anfang an diesen autistischen Eindruck vermittelt haben, ja, so. Also das mal so als Hintergrund. Die Entwicklung des klinischen Begriffs und auch des Diagnosebegriffs Autismus ist dementsprechend jetzt schon ganz schön lange so. Und es gab erstmal verschiedene Kategorien, erstmal den frühkindlichen Autismus nach Kanner. Dann wurde irgendwann entdeckt, so das reicht aber nicht, die sind so unterschiedlich, die Betroffenen. Dann haben Leute den Hans Asperger wieder entdeckt, der eigentlich zeitgleich mit Kanner angefangen hat, auch ganze Gruppen von Kindern mit diesem Autismusbegriff zu belegen und zu beleuchten. Und man hat gesagt, so okay, dann gibt es wohl offensichtlich noch eine andere Variante, die nennen wir jetzt Asperger-Syndrom oder Asperger-Störung. Und dann hat man angefangen zu forschen und hat irgendwann festgestellt, das sind gar keine eigenen Kategorien, sondern das ist ein Spektrum. Es gibt fließende Übergänge, ne, zwischen den verschiedenen Ausprägungen und Erscheinungsbildern. Es gibt auch Entwicklungen, wo jemand in der Kindheit vielleicht die Diagnose frühkindlicher Autismus bekommen hat oder hätte, wenn er entsprechend diagnostiziert worden wäre.
und aber dann als Jugendlicher oder Erwachsener gar nicht mehr von jemandem mit Asperger-Syndrom unterschieden werden konnte, sodass man gesagt hat, okay, die Übergänge sind fließend und deswegen habe ich hier geschrieben, kennst du einen, das ist sowas, was die Betroffenen selber untereinander immer wieder festgestellt haben und auch zu Protokoll geben wollten. Jede Person im Autismus-Spektrum ist individuell ganz unterschiedlich. Ne? Also die Betroffenen hören oft so, ah ja, okay, Autismus, ich habe schon mal mit jemandem mit Autismus gearbeitet, ich weiß, wie das ist. So, ne? Und dann geht es ganz furchtbar schief, weil man von einer Person einfach auf die andere schließt und denkt, bei der muss alles genauso sein. Das ist nicht der Fall. Insofern ist der Autismus-Spektrumsbegriff sinnvoll, dass man sagt, so, das ist ein ganz breites, sehr, sehr vielfältiges Spektrum, wo wir nachher gucken wollen, so was hält das Ganze zusammen, ja, wenn das so vielfältig ist. Und ich habe auch in den jetzt demnächst 34 Jahren, die ich jetzt in dem Bereich arbeite, keine zwei gleichen gesehen. Ja, es ist wirklich bei jedem eine ganz eigene Ausprägung. Und wir gucken dann gleich so in diesem neurobiologischen Entwicklungsmodell, was wohl das ganze Spektrum zusammenhält, begrifflich. Ganz kurz zum Begriff Neurodiversität. Das ist ein relativ neuer Begriff, der einfach deutlich machen soll, ganz genau diese Vielfalt an möglichen Entwicklungen und Funktionsweisen des zentralen Nervensystems. Ne, da gibt es mehr als die sogenannte Normvariante, ja, die dann auch als neurotypisch irgendwann bezeichnet wurde. Das sind alles Begriffe, die eher von Betroffenen mit hochfunktionalem Autismus irgendwann kreiert wurden, um einfach Begrifflichkeiten zu haben und zu sagen, okay, man kann neurotypisch sein, ne, man kann aber auch im Autismus-Spektrum sein oder sonst in irgendeiner Weise eine ganz eigene Entwicklung genommen haben und dadurch eine ganz eigene Wahrnehmung, ein eigenes Erleben, eine eigene Denkweise. Und die stehen alle aber nebeneinander. Ja, also diese große Vielfalt. Und so nach und nach ist immer deutlicher geworden, dass man gesagt hat, so, da fällt eigentlich nicht nur der Autismus drunter, sondern da fallen auch die verschiedenen Ausprägungen von ADHS oder ADS drunter. Die Hochsensibilität und die Hochbegabung sind im Grunde genommen alles Varianten von dem, was man so als, ne, Durchschnitt betrachtet oder den sogenannten Normbereich, ja, wie auch immer man den dann definieren möchte. Und genau das wollen wir jetzt mal gucken, wenn wir dann ins neurobiologische Entwicklungsmodell gehen, was eigentlich damit gemeint ist, beziehungsweise was da die entscheidenden Unterschiede letztendlich ausmacht. Neurodiversität habe ich hier nochmal ergänzt, auch durch den anderen Begriff Neurodivergenz. So, der jetzt noch ein bisschen neuer ist, so, dass man von diesem Diversitätsbegriff so ein bisschen wegkommt, der ja auch sehr strapaziert ist in verschiedenen Bereichen. Und beide Begriffe stehen eigentlich einfach für diese unvorstellbar große Vielfalt menschlicher Wahrnehmungs- und Erlebensweisen, die wirklich so groß ist, dass man sich das eben genau nicht vorstellen kann. Ja, also dass man nicht denkt, ja, okay, weiß ich Bescheid, so ja klar, jeder denkt und empfindet anders und nimmt anders wahr. Das ist ja eigentlich nichts Neues, das ist ja ganz individuell. Und dann stellt man gerade auch in der Begegnung miteinander manchmal fest, dass diese Unterschiedlichkeit die eigene Vorstellungskraft erstmal übersteigt. Ja, dass das so anders sein kann, dass man da sowieso von selber nicht drauf gekommen wäre und es manchmal auch schwierig ist, selbst bei genauer Beschreibung sich das wirklich vorzustellen. Also auch, ne, das ist bei mir auch nicht anders. Ich habe immer wieder auch in jeder neuen Begegnung, auch heute hab ich eine Diagnostik durchgeführt und dachte, ah, interessant, so, das ist ja nochmal wieder, ne, eigen. Und das heißt aber nie, dass ich sagen kann, ja, ich weiß ganz genau, wie es ist, so zu wahrzunehmen und so zu erleben, sondern ich weiß einfach, dass es so unterschiedlich sein kann, sodass es auch schwierig ist, das überhaupt jemandem zu beschreiben, der nicht so empfindet. Weil Sprache, ja, ist ja auch etwas, was entsteht dadurch, dass es Konsens gibt über ganz bestimmte Aspekte, wo ich relativ sicher bin, der andere nimmt das genauso wahr, erlebt das so, kennt das so, weiß, was ich meine, ne? Okay.
Also, so, jetzt gucken wir uns das mal an. Für viele wird das einfach eine Wiederholung sein, ja, wie eigentlich die neurobiologische Entwicklung so vor sich geht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade in der Psychoedukation, die ich vor jeder Diagnostik mache und auch in jeder Psychotherapie von Anfang an mache, dass ich sage, so, lass uns erstmal gucken, was wir eigentlich unter Autismus beziehungsweise Neurodiversität verstehen wollen. Ne? Und ich mache das jetzt wirklich also am Beispiel Autismus, weil das da besonders ausgeprägt ist, mal anschaulich. Erst einmal schauen wir, wie eigentlich normalerweise die Entwicklung des zentralen Nervensystems vor sich geht. Das Kind entwickelt schon im Mutterleib ganz, 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 ganz viele Neuronen. Um ja genug Potenzial zu haben, um Reize verarbeiten zu können. Und verarbeitet auch schon im Mutterleib die unterschiedlichsten Reize, Bewegungsreize und Druck. Die eigene Außenfläche wird wahrgenommen, ne? Wenn das Kind sich selbst berührt im Mutterleib oder da an die Bauchdecke kommt oder so. Es kriegt Rückmeldungen aus den Gliedmaßen, wo ungefähr ist denn was so, und so, dass es schon im Mutterleib auch ein eigenes Körperbild entwickelt, was mitwächst, ganz und ganz individuell unterschiedlich sein wird. Ist ja ein hoch kommunikativer Prozess. So, also da ist schon einiges los, aber es ist noch recht dosiert, sodass noch nicht zu viele Reize auf das Kind einströmen und es das so nach und nach verarbeiten kann. In dem Moment, wo ein Kind geboren wird, wissen wir heute so, ist diese plötzliche starke Reizzufuhr, ja, es kommt ja aus der Schutzhülle hervor, zack, und auf einmal sind da ganz viele Reize auf allen Sinneskanälen. Und das ist wie so ein Startschuss für die explosionsartige Entwicklung von noch viel mehr Nervenzellen. So nach dem Motto, jetzt müssen wir ordentlich nachlegen, dass da auch genug da ist, um diese vielen, vielen Reize zu verarbeiten. Und diese Entwicklung geht immer weiter bis zum dritten Lebensjahr, immer mehr Nervenzellen, immer mehr, dann stagniert das. Und dann bauen wir jeden Tag viele, viele, viele Nervenzellen wieder ab. So nach dem Motto, was wir bis zum dritten Lebensjahr nicht gebraucht haben, kann man schon langsam wieder ein bisschen Platz schaffen. Ne? So. Und jetzt gucken wir mal, wie diese Nervenzellen funktionieren und wie die Entwicklung funktioniert. Dabei auch, ich habe jetzt hier so diese ne, unterschiedlich farbigen Pfeile für Reize, die von außen kommen und ins Gehirn weitergeleitet werden. Und da, wo die eintreffen, ja, wird eine Nervenzelle jeweils aktiviert. So. Wir wissen jetzt, wenn Nervenzellen gleichzeitig aktiviert werden, dann könnte diese Gleichzeitigkeit einströmender Reize ja von Bedeutung sein. Und deswegen werden Nervenzellen, die gleichzeitig aktiviert werden, sich miteinander verknüpfen. Die werden so feine Nervenverbindungen, Erstverknüpfungen miteinander aufbauen. Ne, das ist so die, so frei nach HEP, dass man sagt, okay, was gleichzeitig angesprochen wird, das verknüpft sich so. Und wie gesagt, ich habe das immer wieder erlebt, dass Klienten, die zu mir kommen und das dann mal aufgezeichnet bekommen, ich male das dann meistens mit der Hand aus Flipchart, ne, oder auf dem Blatt Papier oder so, dass die da sehr aufmerksam zuhören und zuschauen und da sehr gut mitgehen, wenn man das so vereinfacht schematisch hier runterbricht. So, also haben wir jetzt hier ein Verarbeitungsmuster, was sich bildet durch gleichzeitiges Angesprochenwerden. Wenn das jetzt nur einmalig zufällig passiert, dass jetzt gerade diese drei angesprochen werden und dann nie wieder, dann bilden sich diese Erstverknüpfungen wieder zurück. Ja, wenn das aber häufiger vorkommt, dass jetzt gerade diese drei angesprochen werden, dann verstärken die ihre Verknüpfungen untereinander und es entstehen klare, wiedererkennbare Verarbeitungsmuster im Gehirn. Das nennen wir Lernen. So. Und diese Verarbeitungsmuster, die nutzen wir zeitlebens, um zu vergleichen, nämlich Reizmuster aus der Außenwelt, Bilder, Gerüche, Klänge und Klangfolgen, verschiedene Oberflächentexturen, ne? Irgendwie Holz, Stoff, Metall oder so. Das sind Muster, die
als Muster im Gehirn ankommen und abgeglichen werden. Was passt da? Und immer wenn was passt, wenn was deckungsgleich ist, haben wir einen Kongruenzeffekt, einen Passungseffekt, wo spontan Hormone ausgeschüttet werden im Gehirn, die uns auch ein gutes Gefühl geben. Ne? So dieses, ah, da passt was zusammen, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Oder auch wenn ein Puzzleteil passt oder eine Gleichung aufgeht. Ja, Kongruenzeffekt, gutes Gefühl. Und interessanterweise, Gerald Hüther betont immer, dass je häufiger man so einen Passungsmoment hat und diese Hormone ausgeschüttet werden, dass man umso besser auch wieder neue Verknüpfungen bilden, also noch besser lernen kann. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Also das ist sozusagen so, wie es normalerweise läuft. Man ne, gleicht immer wieder ab und, oh Mensch, da passt was zusammen und dann geht es weiter. Und jetzt gucken wir mal im Vergleich dazu, wie ist denn das, wenn jetzt die Reizverarbeitung und die Reizfilterung von Beginn an anders ist als bei 99% der Menschen, nämlich wesentlich mehr Reize auf verschiedenen Sinneskanälen reingelassen werden. Dann haben wir dieses Bild. Ja, also bei Menschen im Autismus-Spektrum gehen wir davon aus, dass jeden Augenblick bis zu 10-mal mehr Reize auf verschiedenen Sinneskanälen durchgelassen werden und verarbeitet werden müssen. So, auf dem Hintergrund, was wir eben nochmal rekapituliert haben, was könnte das bedeuten? Erstens, ab Geburt kommt da nicht nur wesentlich mehr Reize, sondern nochmal potenziert, ja, nochmal viel mehr. Das heißt, die plötzliche starke Reizzufuhr nach der Geburt könnte auch viel stärker sein und damit auch die Bildung neuer Nervenzellen stärker anregen. Und siehe da, es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass die Neuronendichte bei Menschen mit Autismus höher ist als bei neurotypischen Menschen. Und dann müssen wir uns aber auch klar machen, dass in jedem Augenblick ja 10-mal mehr Reize gleichzeitig ankommen, damit viel, viel mehr Neuronen gleichzeitig aktiviert werden. Und was machen Neuronen, die gleichzeitig aktiviert werden? Sie verknüpfen sich miteinander. Na, und dann haben wir mit einem Blick so erfasst, was das möglicherweise heißt. Also erstens mal haben wir hier diese überwältigende Flut von Reizen, die von Anfang an auf das Kind einströmt. Und wir haben eine viel höhere Dichte, nicht nur an Neuronen, sondern auch an Erstverknüpfungen. Und da jetzt in dieser unglaublichen Fülle an Erstverknüpfungen allmählich tatsächlich Verarbeitungsmuster herauszubilden, die klar und wiedererkennbar sind und dann tatsächlich Reizmuster, die von außen kommen, die eigentlich passen würden, wiederzuerkennen, ist deutlich erschwert. Ja, es ist viel, viel schwerer, überhaupt einen Kongruenzeffekt zu haben. Und das klappt überhaupt nur, wenn etwas wirklich exakt gleich ist. Bei kleinsten Abweichungen kein Kongruenzeffekt, kein Wiedererkennungseffekt. Das merken wir uns mal so ein bisschen vor, weil das gerade, um Autismus zu verstehen, ein ganz wichtiger Schlüssel ist. Ja? Und ich erzähle ein ganz kurzes Beispiel, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Ich habe einen Klienten diagnostiziert, schon 10 Jahre her oder so. Der kam so mit Mitte 30 und hatte schon die ADHS-Diagnose und sagte, aber irgendwie, also das erklärt nicht alles und ich habe da diesen Verdacht, klären wir mal ab. So. Und ich habe ihm das hier wie immer, ja, die Psychoedukation, das alles erklärt. Und an dieser Stelle hier, da sagt er ja, jetzt wird mir was klar. Neulich sagt er, da musste ich wieder so einen dämlichen Test machen. Und da war wieder eine Aufgabe bei, die habe ich überhaupt nicht verstanden und habe gedacht, ich frage jetzt doch mal lieber nochmal nach. So, und hat die Testleiterin gefragt und er sagt, die war auch ganz lieb und hat dann gesagt, so, ja, schauen Sie mal, das ist doch ganz einfach. Da sind doch diese geometrischen Formen auf dem Papier. Und alles, was sie tun müssen, ist die gleichen Formen einander zuordnen, sagt er. Da waren aber keine gleichen Formen auf dem Papier. Warum? Weil er pixelmäßig die winzigsten Unterschiede wahrnimmt. Und
Für ihn war diese Aufgabe nicht lösbar, weil er ja nicht wissen kann, wo unsere neurotypischen Gehirne sagen würden, ja, passt schon. Ja, die sind viel ungenauer, die sind viel schneller bereit, notfalls auch einen Kongruenzeffekt zu konstruieren. Hauptsache es passt. Ja, so, das tut ein autistisches Gehirn nicht. Das schlägt quasi erst an, wenn es wirklich exakt gleich ist. Und das ist selten. Ja, so, meistens gibt es irgendwelche Abweichungen, kleineren Unterschiede, die sofort auffallen und erstens mal verhindern, dass es einen Wiedererkennungseffekt gibt, aber auch, dass es eine Orientierung gibt, dass man eine Sicherheit hat in der Orientierung in der Welt und so weiter. Das hat also weitreichende Auswirkungen. Ja, so, das mal jetzt mal so als Hintergrund. Und jetzt habe ich einfach so ein bisschen aufgelistet auch für euch, dass ihr so eine Idee habt, was da alles an Folgen daraus resultieren kann. Das erste ist einmal, dass so ein Neugeborenes mit einer solchen Reizoffenheit erstmal die Welt als Chaos erleben wird. Ja, also kommt zur Welt und es ist schon mal alles viel zu viel. Und die Schwierigkeit ist, dass ja normalerweise, wenn ein Kind geboren wird, es relativ schnell die Augen öffnet und die Umgebung absucht nach einem Gesichtsschema, um irgendwo zu ankern. Und um zu wissen, ich bin nicht alleine, ich bin sicher, geborgen, genährt, geschützt, alles ist okay. Ich kann ruhig werden und ich kann schauen und ich kann in dieses Gesicht gucken und es bewegt sich und es ist interessant. Und dann werde ich während der ersten Augenblicke schon die Erfahrung machen, dieses Gesicht reagiert auf mich. Ja, so, da habe ich gleich ein Selbstwirksamkeitserleben im Kontakt mit einem Gegenüber, mit der Mutter, dem Vater, der Hebamme, je nachdem, wer da als erstes auftaucht. Und schon beginnt ein Wechselspiel, ne, zwischen einem Neugeborenen und einem Gegenüber, was grundlegend entscheidend wichtig ist für die gesamte weitere Entwicklung. Weil in diesem Wechselspiel wird das Kind Eindrücke sammeln von erstmal einer Person, Mama meinetwegen oder, ne, wie gesagt, wer auch immer da gerade zur Verfügung steht, in verschiedenen Stimmungen. Mama entspannt, Mama angespannt, Mama überrascht, ja, so, und dann auch von verschiedenen Personen in unterschiedlichsten Stimmungen, Emotionen, Papa angespannt, Papa entspannt, Papa überrascht, ja, oder erschrocken, so, das sieht ja bei jedem ein bisschen anders aus und es werden einfach Eindrücke gesammelt und gespeichert, verknüpft, ohne dass da groß drüber reflektiert wird, wird ein ganz großer Schatz an Beobachtungen, an Erfahrungen gesammelt und parallel dazu ein ganz reicher Schatz an Erfahrungen in der Selbstwirksamkeit. Was löse ich denn bei anderen aus? Ja, wenn ich ganz entspannt auf dem Wickeltisch liege, ja, und so, wie reagiert Mama da auf mich? Oder wenn ich sowas mache oder plötzlich irgendwo hinzeige, wie reagiert Mama? Papa wird wieder anders reagieren als Mama, Oma auch wieder anders. Das heißt, auch in der Selbstwirksamkeit, was löse ich durch meinen spontanen Selbstausdruck bei anderen aus? Auch damit werden Erfahrungen gesammelt und zwar komplett unbewusst. Ja? So, das ist ganz wesentlich, dieses Wechselspiel zu haben. Wenn ich jetzt aber von Beginn an dieses Chaos habe, was wirklich überwältigend sein kann und wo ich in dieser Überfülle, was alles auf mich einstürmt, möglicherweise habe ich noch nicht mal die Chance, ein Gesicht überhaupt auszumachen in diesem Chaos. Ja, ich finde gar nicht das Gesichtsschema und wenn, dann bewegt sich das ja auch meistens, das ist sofort wieder weg. Das heißt, dass die allermeisten betroffenen Kinder nicht die Möglichkeit haben, direkt nach Geburt zu ankern, überhaupt ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in der im Wechselspiel, ne, und im Kontakt mit einer anderen Person zu finden. Das heißt, da ist schon mal eine weitere große Herausforderung, dass das nicht möglich ist. Kontaktangebote von liebevollen Eltern zum Beispiel, ja,
werden als zusätzliche Reize erlebt, oft als Überforderung oder müssen selektiert werden. Das heißt, okay, die Wärme ist eigentlich ganz angenehm und dieses Gehaltenwerden so ganz fest, das ist eigentlich auch ganz angenehm, aber gucken ist viel zu viel. Ja, oder ich lausche noch dem Klang der Stimme und der prägt sich mir ein und da kann ich vielleicht auch Unterschiede in der Prosodie oder so wahrnehmen, so, aber noch dazu gucken, nee, wäre viel zu viel. Das heißt, die meisten können schon allein zum Selbstschutz, ja, sich das gar nicht leisten, überhaupt zu schauen und Eindrücke zu sammeln, auch visuell, ja, oder müssen zum Teil, ich kenne auch welche, die wirklich den auditiven Sinn weitgehend abschotten. Ja, und dann nur ab und zu mal aufmachen, um mal ein bisschen was mitzukriegen. Aber also es gibt da alle Varianten dann des Selbstschutzes auch. Klar ist, dass auf diese Weise so ein Aufbau früher Bindung auch bei guten, liebevollen Angeboten schwierig bis unmöglich ist und dass kein sozialer Autopilot entwickelt werden kann. Das ist ein Begriff, der sich in der Arbeit einfach so nach und nach etabliert hat, in meiner Arbeit so, weil er es einfach ganz gut trifft. Ich hatte vorhin beschrieben, ne, wie das normalerweise ist, so wenn man von Anfang an schauen kann und ins Wechselspiel eintritt, Eindrücke sammelt, Erfahrungen der Selbstwirksamkeit sammelt. Daraus entsteht bei neurotypischen Menschen von Beginn an nach und nach immer ausdifferenzierter. Das, was ich den sozialen Autopiloten nenne, der so ja spätestens im Jugendalter, dann Erwachsenenalter schon relativ ausgereift ist, aber sich zeitlebens immer weiter ausdifferenziert. Und was macht der? Was übernimmt der für mich? Ich habe auch einen und der übernimmt für mich Folgendes. In jeder sozialen Situation scannt der sämtliche Verhaltensweisen der anwesenden Personen mit und sortiert für mich vollautomatisch aus, was von all diesen ganzen Verhaltensweisen ist denn für mich relevant oder irrelevant. Das ist hochpraktisch, weil das meiste fällt raus an Relevanz. Ja? Deutet für mich diese Verhaltensweisen aufgrund seiner Programmierung. Ja? Jeder soziale Autopilot ist kulturell und subkulturell und familiär geprägt und programmiert. Das heißt, davon hängt die Deutung ab, die im Augenblick spontan erfolgt. Das heißt, ich habe in Echtzeit einen Autopiloten, der alles mitscannt, für mich aussortiert, deutet und dann auch mein Verhalten aufgrund seiner Deutung leitet und bestimmt und steuert. Und alles komplett unbewusst und vollautomatisch. Das ist schon sehr praktisch. Das nimmt mir eine Menge Arbeit ab. Ja, und das ist aber etwas, hat auch große Nachteile, kommen wir noch drauf, aber es ist erstmal hochökonomisch, sowas zu haben und erleichtert erstmal in Kontakt zu kommen, miteinander klarzukommen, zu erfassen, was ist jetzt dran und so weiter untereinander. Ja, so. Und wenn ich jetzt aber von Anfang an diese Überforderung habe, gar nicht so viele Eindrücke sammeln kann und so vielfältig und von unterschiedlichen Menschen und auch kaum Erfahrungen damit machen kann, was löse ich denn bei anderen aus mit meinem spontanen Ausdruck, mit meinem spontanen Verhalten, dann wird es ja schwierig, so einen sozialen Autopiloten zu entwickeln. Eigentlich wird es unmöglich. So, ja, und werden dann gleich beim Zwei-Welten-Modell dann sehen, was das tatsächlich dann auch für das weitere Leben und die Erfahrung mit anderen Menschen bedeuten kann. Im Grunde genommen gibt es bei den meisten Betroffenen auch ein ganz eigenes Verständnis von Sprache und Kommunikation. Was ist sinnvoll an Kommunikation? Was ist nicht sinnvoll? Da gibt es auch sehr hohe Erwartungen und Standards eigentlich von den Betroffenen selber, auch an sich selbst. Und es gibt ein ganz eigenes Verständnis von Kontakt und auch Erleben von Kontakt, was in der Regel, wenn Kontakt zustande kommt, als wesentlich intensiver erlebt wird und auch angeboten wird. Ja, das ist relativ ungefiltert durch einen sozialen Autopiloten, der da irgendwas steuert und auch zurückhält und so weiter. Ja, also das sind mal so die Folgen. Die anderen gucken wir gleich an. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ins Zwei-Welten-Modell, dann wird es ein bisschen anschaulicher. Also,
Jeder Mensch, jedes Kind wird von Beginn an relativ bald die Erfahrung machen, da gibt es mich und meine Welt, also meine Wahrnehmung, meine Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, meine Grenzen, was ich nicht mag, ja, meine Interessen und im Unterschied dazu die Welt der anderen. Und das Kind wird schon im Säuglingsalter die Erfahrung machen, dass sich diese Welten nicht entsprechen, dass es da Unterschiede gibt, ja. So, und das ist auch vollkommen okay und gut so, weil nur durch die Wahrnehmung, so hier bin ich und da ist die andere Person, da ist Mama, meinetwegen, ne? Meistens erstmal, ne, ist die Welt der anderen vertreten durch Mama, mit der am meisten zu tun hat. So, und das, was ich gerade empfinde und was ich gerade toll finde und was ich gerade brauche, ist nicht unbedingt genau das Gleiche, was Mama auch gerade braucht. Also zum Beispiel jetzt heute Morgen war es hier in Kiel überhaupt nicht mehr warm. Da waren irgendwie 11, 12 Grad so. Und ich bin mir sicher, dass das jeder in Kiel, fast jeder in Kiel auch hier so empfunden hat. Das heißt, wenn ich rausgehe und sage, boah, ist aber kalt und unangenehm nass, so, dann kann ich andere Kieler fragen, die können sagen, ja, das ist echt total unangenehm nass. Und schon haben wir eine Schnittmenge der Gemeinsamkeit. Vor allen Dingen, weil wir ja auch ähnlich das unangenehm, ähnliche Bedürfnisse haben, aber komm, lass mal ins Warme und Trockene gehen, ja, lass mal aufwärmen, so, ne, ähnliche Impulse haben. Und dann können wir uns auch relativ schnell verständigen und das Verhalten der anderen, die sich auch schnell ins Warme und Trockene retten, ist sofort sinnfällig, ne, und nachvollziehbar. So, das ist anders, wenn die Wahrnehmungen unterschiedlich sind, kommen wir nachher drauf. Dennoch wird es so sein, und das sei an dieser Stelle gleich mal gesagt, dass natürlich auch jeder, der eine ganze Menge mit anderen gemeinsam hat in Wahrnehmungen und Bedürfnissen, dennoch zeitlebens immer wieder erleben wird, dass auch Menschen, mit denen einen viel verbindet, und zwar vielleicht auch noch über vielleicht auch ähnliche Interessen teilt und ähnliche Vorlieben bei Musikgeschmack und was es da so alles fühlt über die gemeinsamen Interessen und Einschätzungen. Gut, also erstmal kurz jetzt von hier aus, wir können gleich ja nochmal in die Folien reingehen. Diese Schnittmengen, die werden natürlich umso intensiver, je mehr man an Gemeinsamkeiten mit anderen empfindet. Und wir fühlen sich uns mit denen verbunden, die ähnliche Interessen haben, wie wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht wie wir, ne, wo wir uns darüber austauschen können und davon ausgehen können, die anderen verstehen, ne, was wir meinen, wenn wir was erzählen. Also das sind wirklich Schnittmengen, die Kontakt und Zugehörigkeit auch zu bestimmten Gruppen ermöglichen und stiften. Das heißt, so eine Schnittmengenerfahrungen sind was ganz, ganz Wertvolles und existenziell Wichtiges tatsächlich für uns, ja. So, und dennoch wird es so sein, ich gehe jetzt nochmal da in meine Folie rein, dass es auch da mit diesen Menschen immer wieder Momente gibt, wo es Unterschiedlichkeiten gibt. Beispiel, ich gehe mit Freunden oder Kollegen zusammen auf eine Veranstaltung und die anderen wollen hinterher alle noch zum Italiener was essen. Und ich bin aber hundemüde, habe keinen Hunger, keinen Appetit auf Italienisch. Da habe ich ja potenziell zwei Optionen. Ich habe einmal die Option, ich entscheide mich für mich und meine Welt und meine Bedürfnisse und stehe dazu und sorge für mich und sage, liebe Leute, ich bin zu müde, ich gehe nach Hause, leg mich schlafen, euch viel Spaß und guten Appetit. So, ja, dann habe ich für mich gesorgt und zu mir gestanden, habe aber für diese Situation auf Kontakt und Zugehörigkeit und deren Pflege verzichtet. Das kann ich problemlos machen, wenn ich weiß, die anderen nehmen mir das nicht übel. Und ich sehe die sowieso nächste Woche, ja, kein Problem. Oder wenn sie mir völlig egal sind, weil dann habe ich auch keinen Verlust. Ja, dann kann ich mich gut um mich kümmern und die machen ihr Ding und alles ist gut. So, die andere Option ist, dass ich sage, nee, 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 also der Kontakt zu diesen Personen und die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist mir so wichtig, da stelle ich meine Bedürfnisse zurück und gehe mit zum Italiener, muss ja nicht viel essen, Hauptsache ich bin dabei, ne? Dieses Dabeisein ist alles.
Ja? So. Und das ist ganz interessant, dass mir gerade meine Klienten immer wieder rückmelden und ihr macht euch immer gegenseitig was vor. Immer wieder beobachte ich, dass Menschen eigentlich doch gerade ganz andere Bedürfnisse haben. Aber wenn andere dabei sind, dann verleugnen sie die und machen denen was vor und gehen mit zum Italiener, obwohl sie, ich genau weiß, ist total müde, hat überhaupt keinen Hunger, mag gerade gar nicht Italienisch. Warum? Ja, warum lügt ihr euch immer gegenseitig an? Ne? Kommt dann oft so ein bisschen vorwurfsvoll, ne? So, oder auch ratlos. Und da sage ich immer, das hat evolutionsbiologische Gründe. Wir haben als Spezies nun mal nur überlebt, weil wir uns in Gruppen zusammengetan haben und den Schutz der Gruppe genossen haben und das Wissen der Gruppe nutzen konnten. Also das ist ganz wesentlich. Und letztendlich haben die überlebt, die Individuen, die gesagt haben so, oh Mensch, ja, eigentlich bin ich schon total müde, aber ich darf den Anschluss an die Gruppe nicht verlieren. Ja, ich gehe mit. So, ich träume mich jetzt hier nicht im Gras zusammen und schlafe eine Runde. Ja, oder gehe nicht irgendeinen Impuls. Oh Mensch, das ist was Interessantes. Könnte sogar für die Gruppe spannend sein, aber ich muss den Anschluss behalten und dann gehe ich lieber mit. Ja, die haben überlebt und das hat sich natürlich letztendlich dann eingeprägt. So, es ist existenziell, den Kontakt und den Anschluss zur Gruppe nicht zu verlieren. Bis dahin, dass es eine Alarmanlage gibt, sei an dieser Stelle auch gesagt, nämlich den psychischen Schmerz, der jedes Mal mehr oder weniger stark anschlägt, wenn es Hinweise darauf gibt, dass diese Kontakte, die bedeutsamen und die bedeutsamen Gruppenzugehörigkeiten möglicherweise in Frage stehen und in Gefahr sind. So, ja, dann empfinden wir psychischen Schmerz und massiven Stress und versuchen irgendwie da wieder Anschluss zu finden, entweder an dieselbe Gruppe oder an eine andere Rückzieher machen oder uns besonders. Und jetzt kommt natürlich die Problematik, dass bei Neurodiversität erstmal die Wahrnehmung schon mal eine andere ist. Durch die andere also Informationen anders verarbeitet werden, gerade durch die hohe Assoziativität und die Verarbeitung von Empfindungen und Emotionen anders ist, kann ich an anderer Stelle vielleicht nochmal drauf eingehen. Sinnvolle Kommunikation, da wird was Verschiedenes drunter verstanden und auch die Vorstellung von Kontakt, das heißt, das Erleben von jemandem, gerade im Autismus-Spektrum, und der auch keinen sozialen Autopiloten ausgebildet hat, wird so der anderen und es gibt meine Welt und die sind überhaupt nicht kompatibel. Da gibt es null Schnittmengenerfahrung. Ja? So, das heißt, es entsteht ein ganz hat das Gefühl, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich entscheide mich für mich und meine Wahrnehmung, meine Bedürfnisse und verzichte dann eben halt auf Kontakt und Zugehörigkeit. Dann wie eine Grundsatzentscheidung, ich sorge für mich, dann muss ich aber auf Kontakt verzichten und lande unweigerlich, wenn ich das durchziehe, in der Isolation. Trägt nämlich keiner, auch keiner im Autismus-Spektrum. Und die andere Option ist, zu sagen, nee, 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 ich kann das auch. Und um das Langen tue ich alles, bis hin zur Selbstverleugnung und dann letztendlich mit der Konsequenz, wenn ich das lange noch durchziehe, dass ich im Selbstverlust lande. Und damit leider auch in der Depression. Das hält nämlich auch kein Mensch aus. Ja? Also Pest oder Cholera. Und sehr viele landen im Doppelkonflikt. Das heißt, die haben beides schon mal geschmeckt, wie das ist, so doch ziemlich isoliert zu sein oder sich vor lauter Anpassung tatsächlich zu verlieren oder fast zu verlieren. Und diese bleiben wie erstarrt stecken zwischen den Welten. Das heißt, jeder Impuls,
Oh Mensch, ich brauche meine Ruhe, ich muss mich mal zurückziehen und dann kann ich ja vielleicht nachher wieder zu den anderen. Gibt es einen existenziellen Alarm, der sagt, um Gottes Willen, du wirst den Anschluss verlieren. Anschluss verlieren heißt Tod. Das ist nicht nur ein bisschen nervig oder anstrengend, sondern das ist so, oh Gott, ja, das ist ein massiver Stressimpuls. Jedes Mal, wenn man sich eigentlich zurückziehen möchte und für sich sorgen möchte. Und wenn man sich dann in die andere Richtung wendet und sagt, ja, ich möchte ja auch und ich will es ja nochmal probieren und vielleicht klappt es ja dieses Mal, kommt sofort der andere Stressimpuls, ja, der sagt, um Gottes Willen, du wirst dich wieder selber verlieren, willst du das wirklich? Ja, du wirst im Selbstverlust landen, geht gar nicht. Und dann hängt man hier im Anziehungs-Abschreckungs-Abschreckungskonflikt und wer das noch so in Erinnerung hat, vielleicht aus dem Studium, ja, so Verhaltensbiologie oder so, der weiß, das ist einer der schlimmsten Stresssituationen, die es gibt. Das ist sehr verbreitet, gerade bei meinen jungen Klienten. Bei den Älteren, die haben sich dann meistens irgendwann entschieden oder haben es hingekriegt, dann doch massiv sich anzupassen über eine längere Zeit. Die sind dann eher im autistischen Burnout. Ja, also die sind so im Selbstverlust gelandet, haben keine Energie mehr. So, es gibt, und das möchte ich jetzt an den Schluss setzen, damit es ein bisschen auch einen Ausblick gibt. Ich sage auch meinen Klienten immer, denen ich das ja natürlich auch alles genauso erzähle, dass ich meine Praxis natürlich längst zugemacht hätte, wenn es nicht eine Lösung gäbe. Und zwar individuell für jeden nochmal ganz eigen. Und die sieht folgendermaßen aus, jetzt von der Grundidee her. Der erste Schritt, um aus diesem furchtbaren Dilemma rauszukommen, ist erstmal die Feststellung, jawohl, die Welten sind tatsächlich anders. Das ist Fakt. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Und das hat sich auch keiner so ausgesucht oder gewünscht und findet das besonders toll, sondern es ist so, es hat was mit der neurobiologischen Entwicklung zu tun. Das stellen wir mal fest. Dafür ist die Diagnostik so furchtbar wichtig. Dass das einmal klar ist, dass das nicht nur eine Einbildung ist, oder weil man sich dadurch besonders interessant findet, sondern weil das etwas erklärt und sich selber und auch anderen erklärt. So. Der zweite wichtige Schritt ist zu erkennen, dass die Welten zwar unterschiedlich, aber gleichwertig sind. Da ist keine besser als die andere. Das ist für viele Betroffene erstmal ganz schwer zu glauben, weil sie die Erfahrung gemacht haben und auch die Interpretation ihrer Lage so gedeutet haben, dass sie gesagt haben, naja, die anderen kommen ja alle super klar, die sind sozial erfolgreich, die sind beruflich erfolgreich, die, ja, bei denen erfüllt sich ganz viel von dem, was eigentlich meine Sehnsucht auch wäre, also sind die besser und ich bin halt defizitär und schlechter, ja. So, und dahin zu kommen, irgendwann zu realisieren, im Moment mal, es hat alles seine Vor- und Nachteile, auch ein sozialer Autopilot hat durchaus seine Nachteile. Ja, und meine Art von der Metaebene aus zu denken und viel klarer auch auf den Blick zu haben auf Dinge, hat wirklich Vorteile, was das ausgleicht. Da muss man erstmal hinkommen. Ne, das ist ein ganz wesentlicher sozusagen Durchbruch auch im psychotherapeutischen Prozess früher oder später dahin zu kommen. Ein wichtiger Punkt ist der dritte Punkt so, wenn man erstmal die Diagnose hat und erstmal sagt, lass uns mal annehmen, die Welten sind gleich, dann gucken wir jetzt erstmal ganz genau, was macht denn dich im Kern und was macht deine Welt aus? Wie nimmst du tatsächlich wahr, wenn du dich nicht anpasst? Was sind wirklich deine Bedürfnisse und so weiter? Und dann kann man seine eigene Welt so einrichten, dass es für einen selbst gut ist. Man kann anfangen, Expeditionen zu machen in die Welt der anderen. Ja, und erstmal gucken, wo will ich da hin und wie lange halte ich es da aus? Wieder zurückkommen, auswerten, was habe ich da erlebt? Und dann nächste Expedition. Und die Erfahrung ist, und das ist jetzt das Entscheidende, die Erfahrung, die ich immer wieder miterleben darf. Deswegen habe ich die Praxis immer noch, ja? Wenn man in ein Pendeln kommt zwischen unterschiedlichen, aber gleichwertigen Welten, wird man früher oder später eine ganz grundlegende Schnittmenge der Gemeinsamkeit entdecken. Denn die Grund,
Bedürfnisse des Menschen, die Grundfragen des Menschen, auch die Grundansätze, wie wir uns da nach Lösungen auf den Weg machen, die sind tatsächlich bei allen ähnlich bis gleich, weil wir alle Menschen sind. Und das ist in der Regel der noch ein ganz entscheidende Knackpunkt, wenn es möglich wird, durch den therapeutischen Prozess und die ganz eigenen Prozesse, die sie durchlaufen, dahin zu kommen, dass man diese grundlegende Schnittmenge der Gemeinsamkeit entdeckt. Ja? So, also nochmal zusammengefasst, häufige Themen, wenn man mit Neurodiversität und Autismus zu tun hat. Es geht viel um Reizverarbeitung, die anders ist und auch sehr stressig sein kann. Es geht oft um Besonderheiten im Denken, besondere Logik, Genauigkeit, Gründlichkeit und so weiter. Es geht oft um eine andere Verarbeitung von Emotionen bei sich selbst und bei anderen. Mangels sozialen Autopiloten, soziale Kontakte sind erschwert. Es gibt Missverständnisse, Fehleinschätzungen im Miteinander. Gar nicht selten Konflikte, Mobbing und Gewalterfahrungen. Ganz im Gegenteil. Ich habe so 10, 15%, die ohne Mobbing durch die Schule gekommen sind. Und auch der Begriff von Kommunikation, sinnvoller Kommunikation ist ein anderer, was dann auch natürlich immer wieder Thema ist, ja, wenn man sich dann austauscht in der Therapie. Ich habe ein bisschen Literatur zusammengestellt. Lustigerweise kam, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, habe ich ganz unten dann noch hier reingepflegt, ein neues Spektrum der Wissenschaft zum Thema Neurodiversität raus. Wer will, kann da ja noch mal so ein bisschen gucken. Sind ein paar ganz interessante Artikel, glaube ich, drinne. Ansonsten könnt ihr einfach schauen, was da vielleicht für euch interessant ist. Genau. Und jetzt habe ich zwar einen Tick überzogen, habe damit aber den kurzen Ausfall versucht auszugleichen. Und habe hier einfach nochmal auch meine Adresse und Website. Wer also da weitergehend mehr wissen will, kann dann auch einfach mal gucken, was so im Angebot ist. So. Ja, vielen Dank, liebe Britt, für diesen faszinierenden Vortrag. Vielen Dank vor allem auch an Sie, dass Sie mit dabei geblieben sind. Der Hintergrund für das teilweise Haken waren die Unwetter über Ja, Norddeutschland. Wir auf machen jeden Fall. zwar vor jedem Hypnosalon einen Technikcheck, aber diese Unwetter können wir leider nicht verhindern. Dank unserem tollen Techniker ist zumindest die ganze Sendung nicht unterbrochen worden, Vielen sondern Dank. Ja. wenn du jetzt deinen Bildschirm wieder Ja, zurücknimmst. genau. Warte mal, ich habe genau, jetzt bin ich wieder da. Genau. Genau. Wunderbar. Wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, der kann dieses wunderbare Buch von Britt lesen. Wer ist hier eigentlich autistisch? Es ist wirklich faszinierend zu lesen. Es eröffnet einem eine völlig neue Verständniswelt. Ich kann es nur empfehlen, wer sich darüber hinaus weiter mit Britts Arbeit zu Psychotherapie und Beratung mit Autismus beschäftigen will, kann natürlich auch das Handout lesen. Und vor allem können Sie Instagram hier folgen neuerdings. Da bin ich Frauke sehr dankbar, dass sie das aufgegleist hat. Und das Skript von Britt finden Sie im Methodenschatz, wo viele, viele andere tolle Sachen auch noch drin sind. Von mir ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Erleichterungen für das verständnisvolle Visualisieren mit Punkt, Punkt, Komma, Strich enthalten. Frauke hat einen Beitrag zum Beziehungsband bei Borderline gemacht und das dritte, das sehe ich jetzt nicht, doch von Callum Anderson gibt's Your Body's Affection for You. Also Also. vielen Dank, liebe Britt. Es gibt schon die ersten Fragen im Chat und ganz viele Rückmeldungen und Dankeschöns. Und eine erste Frage ist, du hast auch von Neurodiversität gesprochen, unter anderem mit ADHS, Hochbegabung, Dyskalkulie, Legasthenie. Was ist denn die Differentialdiagnostik, ob es sich um Autismus oder eine andere Form der Neurodiversität handelt? Was sind die Schnittmengen? Was sind die Unterschiede?
Also Schnittmengen, Überlappungen haben sich, glaube ich, schon so ein bisschen ergeben, eben aus so der Darstellung, gerade der Reizverarbeitung. Natürlich haben wir gerade auch bei ADHS zum Beispiel oder Hochsensibilität weniger Filterung von Reizen. Es kommt also wesentlich mehr an und muss in irgendeiner Weise gemanagt und verarbeitet werden. Das sind so Schnittmengen in der Richtung. Da gibt es also ganz viele Überlappungen. Es gibt auch Wechselwirkungen. Es gibt ja etliche, die von beidem, sowohl von Autismus und von ADHS betroffen sind. Es gibt dann noch besondere Konstellationen und Probleme. Und was ich immer sage, dass der entscheidende Knackpunkt in der Differentialdiagnostik, habe ich es mit irgendeiner anderen Form von Neurodiversität zu tun oder tatsächlich mit einer autistischen Ausprägung, das ist die Exploration, ist da ein sozialer Autopilot entwickelt, ja oder nein? Hat jemand einen sozialen Autopiloten, der für ihn bestimmte Sachen vollautomatisch verarbeitet, managt und steuert? Oder muss das bewusst alles beobachtet, analysiert, reflektiert, abgeglichen werden? Muss ich mich bewusst entscheiden, was ist jetzt meine Arbeitshypothese, was der Blick und die Mimik meines Gegenübers bedeutet? Ja, und dann überlegen, was mache ich denn jetzt? Was könnte ich denn jetzt mal als Antwort geben oder was wäre eine passende Reaktion und die dann noch umsetzen? Das muss, wenn ich keinen sozialen Autopiloten habe, alles bewusst laufen. Und das ist etwas, was es zum Teil in manchen Diagnostiken ganz genau rauszuarbeiten gilt, ob das spontan vollautomatisch geht oder ob da tatsächlich das alles bewusst mental geleistet werden muss. Das jetzt mal so in aller Kürze. Genau, wunderbar, vielen Dank. Und da schließt sich auch schon die nächste Frage an. Mit welchen Methoden kann denn das Nachreifen des sozialen Autopiloten am besten gelingen? Wie macht man das? Also nachreifen ist schwierig. Kompensieren geht gut, ist aber anstrengend. Und vielleicht können wir, ja, wir haben jetzt schon 20 Uhr. Das ist jetzt so ein bisschen, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Konflikt, wie weit ich da reingehe. Also ich sag mal so, also um auch an meine Antwort von eben anzuschließen, es ist möglich und das ist interessanterweise gerade bei den weiblichen Betroffenen oder als weiblich geborenen Betroffenen, wir haben auch viele queere und trans Leute dabei, dass sie oft sehr früh eben genau bewusst beginnen zu beobachten, wie funktionieren Menschen und wer ist sozial erfolgreich, wie geht das, wie muss ich mich verhalten und sehr früh dann auch in eine Anpassung finden und damit recht erfolgreich sein können, weil sie das immer schneller auch hinkriegen, aber die Anstrengung bleibt. Es ist kein Vergleich zu dem, wenn das alles vollautomatisch sortiert und gedeutet und dann auch gesteuert wird. Ja, vielleicht auch sagen, also so das weiß, jetzt mal so, ja. Ja, ich weiß nicht, ob sich das auch mit deinen Erfahrungen deckt, aber dass es auch nicht selten ist, dass es auch lange Zeit über Jahrzehnte, 30, Mitte 30, gelingen kann und dass die Leute dann so erschöpft sind, keiner hat es gemerkt, ja. Aber irgendwann sind die so erschöpft und dann geht plötzlich gar nichts mehr und die landen im Burnout und manchmal kommt erst dann die Diagnose und genau. Wirklich erstaunlich, ne, dass man Leute in den Praxen hat, wo das keiner gemerkt hat vorher. Genau. Ja, ganz genau. Naja, aber das ist das Problem. Also je besser die Kompensation, das ist so ein bisschen der Haken bei der Geschichte, je besser es gelingt zu kompensieren, desto weniger die Chance, rechtzeitig wirklich erkannt zu werden als jemand, der sich wahnsinnig Mühe gibt, aber in jedem Augenblick schon 10-mal mehr leisten muss, alleine dadurch, dass man überhaupt da ist. Da hat man noch gar nichts, ne? Jetzt in der Schule gelernt und geleistet und sowas alles. Alleine schon im selben Raum mit anderen Menschen zu sein, ist 10-mal anstrengender. So, und das sieht aber keiner, je besser man das kompensieren kann. Und das ist ein Riesendilemma. Du hast vollkommen recht. Also die, die das über lange Zeit immer besser können, sind hinterher umso erschöpfter und verzweifelter, weil sie ja selber nicht wissen, warum. Alle anderen kriegen es hin. Warum ist es für mich so anstrengend, ne?
wird gar nicht greifbar. Es wird gar nicht greifbar und gar nicht verständlich. Und dann hat man auch das Gefühl, mir stimmt was überhaupt nicht. Ne? Genau. Genau. Ja. In Und dann kommt diese Selbstabwertung rein. Ganz genau. Und auch viele Hilflosigkeitserfahrungen, die sich immer wieder durchziehen, weil ich es gar nicht einordnen kann, weil ich gar nicht weiß, was ich machen muss, wie die anderen die Welt verstehen, dass sie überhaupt anders verstehen als ich. Da muss man ja erstmal drauf kommen, auf welche Art und Weise das ist, wenn ich es selber Ja, so erlebt genau. habe. Wie soll man das machen, wenn man das Feedback nicht bekommt? Ne? Genau. In Anbetracht der Zeit, Britt, ist es wahnsinnig spannend und wir haben jetzt gleich noch Zeit für die, die Interesse haben. Wir haben 100 Plätze frei, noch hier bei Zoom. Eine letzte Frage vielleicht für alle, weil sie, glaube ich, auch wichtig ist. Gibt es eine zentrale Anlaufstelle oder wo wendet man sich hin, wenn man den Verdacht hat und sagt, ich möchte mich da mal beraten lassen und ich möchte mal gucken, ob das auf mich zutrifft? Wo kriegt man Hilfe und Unterstützung? Naja, ich sag mal so, also es gibt ja die Autismustherapiezentren in den verschiedenen Regionen, zum Teil von Regionalvereinen, vom Bundesverband Autismus Deutschland, zum Teil auch sogenannte freie Ambulanzen von anderen Trägern, die immer mehr auch im Erwachsenenbereich dann mal anbieten, so, ja, also zumindest mal eine Beratung oder so ein erstes Gespräch darüber, Informationen anbieten und so. Also das kann eine Anlaufstelle sein. Und ansonsten muss ich sagen, dass einfach die Versorgungslage katastrophal ist, gerade im Erwachsenenbereich. In dem Moment, wo es darum geht, eine Diagnose zu bekommen von einer offiziellen Asperger-Sprechstunde oder Autismus-Diagnostik-Sprechstunde, sind die Wartezeiten inzwischen fast bei allen bei 3 Jahren fürs Erstgespräch. Und dann zieht sich's noch mindestens 1,5 Jahre hin, bis man dann vielleicht mit der Diagnostik durch ist. Also, und so ist die Situation. Deswegen bin ich so froh, dass so viele jetzt auch Interesse haben und ich vielleicht auch noch ein paar mehr Leute dazu ermutigen kann, selber auch sich das zuzutrauen, vielleicht sich einfach noch weiterzubilden und dann selber zumindest bei den eigenen Klientinnen und Klienten in der eigenen Psychotherapie dann so eine diagnostische Abklärung mal zu machen, weil man dann einfach auch natürlich wesentlich gezielter arbeiten kann. Ne, Frauke, das kannst du ja auch bestätigen. Das ist ja in dem Moment ein anderes Arbeiten, ne? Absolut, absolut. So. Und hier ist Ja. Fachwissen auch wirklich wichtig. Und da würde ich mich unabhängig machen. Genau, ja. Ganz genau. Ja. Britt, wir danken dir ganz herzlich Okay. zu dieser Stelle. Wir würden hier mit dem offiziellen YouTube-Vortrag enden, stellen den Link in den Chat, sodass jetzt noch tiefergehende Fragen gestellt werden kann. Du hast noch dich bereit erklärt, dir ja wirklich viel Zeit zu nehmen, dass nochmal viel geklärt werden, viel erklärt werden kann. Und wir danken dir ganz herzlich. Wir danken den Teilnehmern und Teilnehmerinnen für ihr Interesse und wünschen alle wunderschöne, erholsame und glückliche Sommerwochen und freuen uns auf den nächsten Live-Salon im September und gehen jetzt in die Sommerpause. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Wenn Sie nicht noch zu Zoom kommen, dann haben wir noch ein bisschen Zeit und dann wünsche ich Ihnen danach einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank. Ihnen auch einen schönen Abend. Vielen Dank.